Hallo liebe Zuschauer von Sport in Schwerin. Wir beschäftigen uns jetzt noch einmal mit der Beschwerde des HSV Pinnenthal-Lötz zur Vergabe des Final Fours 2012 nach Schwerin. Wir haben uns heute eingeladen, den SV Kriebitz in Form von Heidi. Heidi, ihr habt euch als Kriebitz auch fürs Final Four beworben. Wie viel an Schmiergeld hattet ihr über im Budget und warum hat das nicht gereicht? Ja, wahrscheinlich hatten wir zu wenig, aber Spaß beiseite. Wir haben kein Schmiergeld, wir haben nicht mal die Kassette dafür, weil wir hier wirklich ein kleiner Verein sind und jede Mark, die wir übrig haben, dann in unserem Nachwuchsbereich beziehungsweise für die Finanzierung der MV-Liga und Verbandsliga unserer Männer reinbringen müssen. Ja, ihr habt euch beworben auch fürs Final Four. Es war davon die Rede, dass es eine Frauen-Männer-Vergabe gibt. Habt ihr davon gehört? Wir wissen davon nichts. Wir haben uns vor 3 Jahren das erste Mal beworben. Wir sind Kreismeister geworden und überraschend in das Final Four eingezogen und haben natürlich die Möglichkeit, die man uns gesagt hat, wir könnten als Teilnehmer uns bewerben, wahrgenommen. Da hat man uns noch mal ein bisschen belächelt, weil ich die Bewerbung selber geschrieben habe und nur 2 Sätze geschrieben habe, wie hiermit bewirbt sich der SV Kriebitz um die Ausrichtung. Wir wissen auch bis heute nicht, wie die Kriterien sein sollten. Ob das jetzt so ist, dass es groß aufgemacht sein muss oder nicht. Wir haben uns im letzten Jahr, weil unsere Männermannschaft das Final Four auch erreicht hatte, nochmal beworben. Haben es leider nicht bekommen, da ist es an Doberan gegangen. Und in diesem Jahr haben wir die Frauen des SV Kriebitz zum 2. Mal in der Vereinsgeschichte das Final Four erreicht. Und haben gesagt, wenn nicht jetzt, wann dann? Im Moment ist es so, da wir ein kleiner Verein haben und auch nicht in allen Jugendbereichen vertreten sind, 5000 Einwohner, die großen Vereine ringsrum, ist es natürlich mit der Nachwuchsarbeit schwer. Aber die bei uns anfangen, die bleiben auch und haben viel Spaß. Wir sind ein Breitensport natürlich mit leistungsorientierter Richtung. Kommen zurück aufs Final Four. Wie habt ihr euch denn beworben, wenn ihr gar nicht wisst, wie? Ja, wie haben wir uns beworben? Wir haben diesmal uns zusammengesetzt und gesagt, unsere Bewerbung soll mal originell sein. Und da haben wir unsere Katharina Krüger, die dort ein bisschen ein Händchen hat. Und wir haben dann 2 Seiten zusammengereimt, wo wir alle sachlichen Fragen eigentlich reingebracht haben, wie wir uns als Gastgeber präsentieren wollen, wie wir die Halbfinals, Finals mit der richtigen Umrahmung, Publikum, Versorgung etc., was alles dazu gehört. Und natürlich auch die Pausenfüllung. Bei uns ist es noch so, dass alle mit anfassen, alle Vereine, ob es Feuerwehr, Stadtvertretung ist oder Karnevalsverein. Karnevalsverein hatte schon zugesagt, dass sie auch ein Showprogramm machen würde, um eben hier auch den entsprechenden Rahmen dieser Veranstaltung zu machen. Und das haben wir in Worten gefasst und natürlich auch an den HVMV gerichtet, dass man kleinere Vereine, die nicht immer groß dastehen können, dann auch mal die Möglichkeit geben, sich zu präsentieren, auch zu zeigen, was sie drauf haben. Denn dass wir hier große Events machen können, das haben wir in der Geschichte schon bewiesen, ob bei großen Jugendturnieren oder das Gedenkturnier von René Rahn. Und so haben wir die Bewerbung dann geschrieben. Wir haben einfach dem HVMV mal gesagt, dass sie sich ein Herz packen sollen und aus dem Bauch heraus mal entscheiden sollen, auch für kleinere Vereine, die was auf die Beine stellen. Und das haben wir so ein bisschen im Paket verpackt, so dass man weiß, wie unsere Vorstellungen sind. Und ich glaube, viel anders kann man es auch nicht machen. Und das wäre schon eine tolle Sache gewesen. Deswegen ist die Enttäuschung, dass wir beim 3. Mal es wieder nicht geschafft haben, auch riesengroß, weil wir gar nicht wissen, was wir eigentlich besser machen sollten, um einmal die Bewerbung hinzubringen. Was wir hier geleistet haben, das weiß jeder.
was wir für eine tolle neue Halle haben und das Umfeld, das ist auch bekannt. Und deswegen sollte man auch vom HVMV dann mal ein paar Kriterien, was jetzt zum Beispiel in diesem Falle, weil Lloyds uns da auch ein bisschen aus dem Herzen gesprochen hat, mit ihren Stichpunkten, die ja auch begründet sind teilweise, hier die Vergabe Formalitäten dann sind. Dass es natürlich ein Gremium sein muss oder irgendwer entscheiden muss, wo es ist, das kann man akzeptieren. Aber uns würde dann auch mal interessieren, mit was hat denn Schwerin gepunktet, was wir hier nicht gehabt hätten. Ja, also wie wird denn das vergeben? Gibt es da ein festes Gremium? Kennt man das? Ja, zumindest wer dann das entscheidende Spiel gewonnen hat und im Halbfinale ist, als Sieger, ob Männerbereich oder Frauenbereich, weiß, dass er im Final Four ist. Dann weiß man, oder das kriegt man dann gesagt vom HVMV, bis wann die Bewerbungsfrist läuft. Und mehr eigentlich nicht. Und alles andere muss man dann selber rauskriegen. Oder eben, wir haben selber auch noch nicht gewusst, dass wer sich alles beworben hat. Dass Schwerin da natürlich mit von der Partie ist, dass wir gedacht hätten, Rostock, eventuell Lloyds auf jeden Fall, weil wir gehört haben, dass die dort auch schon, sag ich mal, ein paar Vorbereitungen getätigt haben. Und dass da mehrere Bewerbungen sind. Steffen Hagen wollte sich bewerben, aber da die Männer verloren haben, haben sie das nicht durchgezogen. Und deswegen wussten wir, es sind hochkarätige Gegner oder Mitbewerber drinne. Und deswegen haben wir auch gedacht, vielleicht hat mal der HVMV den Mut und nicht immer den großen Verein, die auf jeden Fall auch noch später die Möglichkeit hätten, dort solche Veranstaltungen auszurichten oder die auch im Kinder- und Jugendbereich viele Veranstaltungen ausrichten können. Ja, sind wir leider also ein bisschen enttäuscht worden. Im HVMV, im Forum dort haben wir danach gelesen, dass die Spielstellenleitung das in einem schriftlichen Verfahren dann sozusagen beschlossen hat. Jeder dort, der dort im Spielausschuss ist, seine Stimme abgeben konnte. Und das war uns aber vorher auch nicht bekannt. Also man würde sich mehr Transparenz wünschen vom HVMV, was das angeht. Auf jeden Fall. Denn wie gesagt, dann kann man auch gezielter reingehen und sagen, okay, beim ersten Mal haben wir gedacht, das lag nur an der Bewerbung, dass wir es nicht gekriegt haben. Beim zweiten Mal waren auch große Gegner mit bei. Und jetzt haben wir gedacht, naja gut, machen wir die Bewerbung ein bisschen originell. Und vielleicht haben wir dann die Punkte mit oder den Punkt für die Bewerbung mit, aber es hat auch nicht gereicht, auch diesen Punkt hatten wir nicht. Gut, dann würde ich vorschlagen, wir nehmen uns zum Abschluss mal eure Bewerbung vor. Wir lesen es einmal vor, damit immer die Zuschauer ein Gefühl dafür haben, wie ihr euch beworben habt und vielleicht das hinterher auch mal im Vergleich stellen können mit den anderen Bewerbungen. Also ich lese es mal eben vor, Kriwitz kein Ort, Kriwitz ist ein Gefühl. Hallo, wir die Kriwitzer Handballdamen. Wir sind die, die 2010 noch aus der Kreisliga kamen und mittlerweile stehen wir immerhin sogar auf Platz 5 der MV-Liga. Haben andere Teams auch einige Asse? Wir sind durch unseren Teamgeist so klasse und spielten uns deshalb auch Tor für Tor zum zweiten Mal ins Final Four. Wir wollen uns heute um die Ausrichtung bewerben. Gebt uns eine Chance, wir werden es nicht verderben. Zwar sind wir ein kleiner Verein und werden am Ende nicht Pokalsieger sein, weil Schwerin ja in der dritten Liga ist, wie ihr mit Sicherheit alle wisst. Und trotzdem können wir euch etwas Besonderes geben, etwas, was jeder Mensch braucht zum Leben. Ein Tag voller Leidenschaft und Lachen, weil wir Kriwitzer würden es möglich machen. Denn Kriwitz ist eine kleine Stadt, die besondere Werte und Traditionen hat. Hier packen alle noch gemeinsam an, weil man sich aufeinander verlassen kann. Ob Stadtvertreter, Feuerwehr oder Sportverein, auch der Karneval würde mit Showprogramm bei uns sein. In einer modernen Halle, die 2010 wurde fertiggestellt und mit Sicherheit jedem Sportler gefällt. 300 Zuschauer haben auf den Tribünen Platz zum Sitzen. Auch kann man neben dem Spielfeld stehen und schwitzen. Und wer gar nicht mehr vor Aufregung zusehen kann, stellt sich einfach bei Frankie im Versorgungsbereich an. Hier wird gegessen, getrunken und gelacht und mancher Scherz über die verrückten Trommler gemacht. Denn die sind in Kriwitz immer lautstark mit von der Party. Wir sagen euch, so etwas vergisst man nie.
Und wenn wir doch die Handballkinder klatschen sehen, wird mit Sicherheit auch der Letzte verstehen, dass die Atmosphäre bei uns einfach einzigartig ist. Und manch einer hier findet, was er schon lange vermisst. Handball mit Liebe und Handball von Herz, Final Four im April, wir wollen nicht scherzen, bestimmt sind wir anders, aber wir sind gut. Jetzt hoffen wir auf euren Mut. Einfach mal den Großen wie Schwerin und Rostock absagen, einfach mal etwas Verrücktes wagen. Einfach mal eine Entscheidung aus dem Bauch. Manchmal braucht der HVMV sowas vielleicht auch. Wir glauben an uns und euer Vertrauen, lasst uns zusammen nach vorne schauen und gemeinsam etwas möglich machen. Final Four in Kriebitz, wir lassen es krachen. Das ist die Bewerbung des SV Kriebitz, also sie spricht auch genau das an, was du gerade gesagt hast. Mal etwas anderes als Schwerin, das ist vom Prinzip her eine ähnliche Aussage, wie sie auch vom HSV Pinnetal-Lötz getroffen wird. Wir werden dabei dranbleiben, werden auch versuchen, den HSV Pinnetal-Lötz da einmal zu einer Stellungnahme zu bewegen. Ich bedanke mich bei Heidi für das offene Gespräch.
Thank you.
Dann hast du euch mal, ne? Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Schöffling reicht die eine Torschützenliste im 41 zu 14. Yeah.
machen dieses Feuer vor. Es war auch nicht so einfach, also wir kommen an eines der Bibels. Und wie gesagt. Thank you.